Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Brakel-Sieg heißt das Dorf, das seit gestern ganz besonders stolz ist. Denn Frank-Walter Steinmeier kommt ja von dort. Brakel-Sieg liegt in Lippe, genau in der Mitte zwischen Schieder und Schwalenberg. Wir haben heute am Tag 1 nach der Wahl des früheren rechten Verteidigers des TuS Brakel-Sieg zum Bundespräsidenten seine alte Heimat besucht. Ja, nicht nur für seine Mutter, für die gesamte Familie von Frank-Walter Steinmeier war das ein außergewöhnlich aufregendes Wochenende. Auch für seinen Bruder, die Schwägerin und seine Nichte. Sie alle waren nämlich mit nach Berlin gereist, um den großen Tag gemeinsam zu erleben. Bereits Samstagabend waren sie auf einer SPD-Party, Sonntagmorgen dann Frühstück bei Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau. Und dann ging es für alle zusammen Richtung Reichstagsgebäude zur Bundespräsidentenwahl. Und wir waren mit dabei. Eine tolle Aktion, die es weltweit schon in 67 Ländern gab, hat gestern auch Flüchtlinge hier in Bielefeld glücklich gemacht. Denn es sollte ganz bewusst ablenken von den Problemen im Alltag. Fotografen und Stylisten haben die Menschen ehrenamtlich in Szene gesetzt und fotografiert. Die Bilder durften die Flüchtlinge anschließend mit nach Hause nehmen. Ja, eine wirklich schöne Idee. Eine Messerstecherei in Porta Westfalica wäre am Samstagabend beinahe tödlich ausgegangen. Inzwischen hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse. Im vergangenen Jahr sind dreimal so viele Flüchtlinge freiwillig aus Bielefeld in ihre Heimatländer zurückgekehrt wie im Vorjahr. Und das hat unter anderem auch einen ganz einfachen Grund. Die von Bodo Schwingschen Stiftung in Bethel feiern in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Der Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat sich für das Jubiläum etwas ganz Besonderes überlegt. Keuchhusten, allein das Wort klingt schon fies. Viel schlimmer noch fühlt man sich aber, wenn einen diese schwere bakterielle Atemwegserkrankung erwischt. Zurzeit verzeichnen die Ärzte auch bei uns in der Region auffällig viele Keuchhustenfälle. Nicht nur bei Kindern, sondern vor allem auch bei Erwachsenen. Und die Krankheit ist hoch ansteckend. Wir wünschen allen Kranken auf jeden Fall gute Besserung. Schon seit der Nachkriegszeit gibt es in Bielefeld die Puppenspielerfamilie Selje. Seit 1995 ist Dagmar Selje die Leiterin der Bühne und begeistert mit ihrem Programm nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Wir haben sie für unseren Zeitsprung besucht und dabei neben neuen Puppen auch alte Bekannte getroffen. Wir haben gleich eine kleine Überraschung für Sie. Vorher schauen wir auf die Veranstaltungstipps und Termine. Und wenn Sie Eckart von Hirschhausen lieben, dann haben wir jetzt was für Sie. Wir sind am Donnerstag beim Auftritt des beliebten Kabarettisten in Minden mit dabei. Und zwei unserer Zuschauer sind ebenfalls zur Show eingeladen und dürfen ihn sogar persönlich treffen. Also, wenn Sie ihm gerne mal die Hand schütteln möchten, dann schreiben Sie uns einfach bis morgen Mittag 12 Uhr eine E-Mail an das studio.bielefeld@wdr.de. Und vielleicht sind Sie dann ja mit dabei. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Glück. Ja, ich glaube, die Zeiten, wo man seinem Star eine Blume auf die Bühne wirft, die sind definitiv vorbei. Aber es gibt ja so ein paar Tage im Jahr, da spielen Blumen auf jeden Fall die Hauptrolle. Der Valentinstag, der Tag der Verliebten, ist ja so einer. Ist immer ein bisschen Geschmackssache, aber Fakt ist, zum Valentinstag verkaufen die Blumenhändler auch bei uns zigmal mehr Blumen als sonst. Und deshalb sind sie am Vortag entsprechend beschäftigt. Also ich brauche auch keine Blumen. Man hat es heute schon gespürt, finde ich. In den nächsten Tagen klopft der Frühling leise bei uns an. Die letzten Eis- und Schneereste verschwinden dann vollends. Und unser Zuschauer Jürgen Hochkamp aus Bad Salzuflen-Wüsten hat gestern noch dieses vereiste Bächlein hier entdeckt in Flotow. Dankeschön dafür. Ja, und nachts wird es heute noch mal richtig kalt bei uns. Hier sind die Wetteraussichten. Bei uns erstmal nicht mehr. So, und hier haben wir nochmal die E-Mail-Adresse für Sie: studio.bielefeld@wdr.de. Schreiben Sie uns gerne bis morgen Mittag 12 Uhr, wenn Sie Dr. Eckart von Hirschhausen gerne mal persönlich treffen möchten. Meine Daumen sind gedrückt. Mehr dazu dann bei uns in der Sendung am Donnerstagabend. Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend und tschüss, bis morgen.